Damit wieder recht herzlich willkommen wieder zurück auf unserem Kanal zu einem neuen kleinen Let's Play. Und zwar spielen wir heute eine Empfehlung von Oma Wetterwachs. Und Oma Wetterwachs empfiehlt immer nur Games, die ganz schlimm sind. Ganz schlimm. Und ich bin leider alleine. Und wir spielen heute Apartment 14:06. Ich bin gespannt. Let's go! Telefon. Mein Name ist Ethan Blake. Und ich bin Assistent von Gabriel Blackwood. Aber mein größter Traum ist es, Dämonen zu jagen. Na wunderbar. Professor Gabriel Blackwood ist ein erfahrener Dämonenjäger, der immer wieder betont, dass ich mir noch weitere Fähigkeiten aneignen muss, bevor ich bereit bin, ihn im Kampf gegen dunkle Mächte zu unterstützen. Wir sind Dämonenjäger. Phasmophobia lässt grüßen. Hey, oder Supernatural. Ein-Personen-Studio. Träume können in den unerwartetsten Momenten auftreten. Und in meinem Fall geschah es zusammen mit einem Anruf von Professor Gabriel Blackwood. Pass auf, was du dir wünschst. Okay. Und wir sind Ethan! Ist ja geil. Wohnung 14:06. Professor Gabriel bat mich, in das verlassene Apartment 14:06 zu gehen und ihm ein altes Buch zu bringen. Er sagte mir jedoch nicht, warum. Er war sehr aufgeregt. Er erwähnte, dass sich das Buch in einem geheimen Raum befindet und dort Hinweise hinterlassen hat. Das alles klang seltsam, selbst wenn es von ihm kam. Als ich das Gebäude betrat, hatte ich das Gefühl, eine Zeitreise zu machen. Steile Treppen und alte Möbel. Auf jeder Stufe spürte ich, dass etwas nicht stimmte. Geflüster und unheimliche Geräusche. Ich... Oh, nice. Es wird aufregend. Verdammt. Ich hoffe, der Aufzug funktioniert. Also die Synchronstimme ist ja schon mal verdammt. Ich hoffe, der Aufzug funktioniert. Ja. Willkommen im... Oh Gott, meine Maus. Super sensibel eingestellt. Okay, wir stellen mal ein bisschen ich runter. Ich nehme an, nicht. Ja, ich würde jetzt auch sagen, der Aufzug funktioniert nicht. Warum ist hier mal weg? Gott. Okay, das Spiel wird... Mega nice mit den Effekten. Ich freue mich jetzt schon. Was? Was ist das? Soll das ein Foto sein? Hör doch mal auf! Das ist gar nicht mal so laut. What is. Jetzt wird's bestimmt voll schön, schreibt die Oma. Na, ist ja... Wenn die Oma sowas schreibt, dann ist ja geil. Life ends. Okay. Drücke Tab, um das Menü-Inventar zu öffnen. Ach du Scheiße. Ziel, gehe nach oben und finde die Wohnung 14:06. Ich habe hier eine Lebensanzeige. Das ist gar nicht gut. Das finde ich nicht gut. Aber gut. Was sollen wir halt machen? Was? Ja, da befindet sich was. Warte mal. Soll ich das umdrehen? Gibt es hier irgendwelche Hinweise? Warte mal, ich gehe nochmal kurz runter. Ich will nochmal. Oh Gott, ich kann rennen. Ich will nochmal ganz kurz gucken, ob es hier irgendwie noch einen Hinweis gab. Nope. Alter, diese Sounds. Ich dachte, wir wären alleine hier, aber no. Drücke, um zu ducken. Ah, okay. Ah, wir kriegen ein kleines Tutorial. Das finde ich. Warum krisselt die Kamera? What the fuck? Ich kann die Sachen greifen? Kann ich die werfen? Ich kann die Sachen werfen. Geil, 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 geil. Gib her. Ich will irgendwas greifen und werfen. Als Waffe. Nimm mit. So, Verteidigung. Warte mal. Nope. Schade. Also ich nehm's mal mit. Vorsichtshalber. Hier. Oh nein. Nimm es. Da. Was bist du? Okay. Wir nehmen den Stuhl mit. Ist mir egal.
Ach, ist ja. Schönes Porträt. Nope. 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 Nur 6, da ist ja unser Apartment. Fragezeichen? Was? Fragezeichen und ein Pfeil nach unten. Ach, guck mal, hier leuchtet was. Der Schlüssel. Hey, 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 guck mal, ich habe hier einen Stuhl für dich. Möchtest du den nutzen? Guck mal hier. Kannst dich da draufsetzen. Ich kann ihn nicht gegen dich werfen. Oh Gott, es ist einfach dunkel. Nehmen. Was habe ich genommen? Aufgehoben. Türschlüssel. Oh, der atmet aber auch gar nicht so. Gar nicht so nett. Gibt's eine Taschenlampe? Irgendwas? Oh, ich sehe nichts wieder, ne? Ich sehe ja gar nichts. Warte mal, vielleicht sollte ich mir den Weg nicht versperren? Wäre das. Ist das eine Option? Mal her hier. Warum gibt's hier ein. Okay. Es ist unglaublich. Ich kann hier nicht hoch. Ich kann hier nicht rein. Ich kann nichts machen. Okay, wir gehen hier durch. Oh, der atmet aber auch Nee. Kann ich hier hin? Freischalten. Nichts passiert. Alles gut. Von wo er auch immer gekommen ist. Wieso ist jetzt hier ein anderes. Ist mir egal. Da ist ein Messer. Hey, wer bist du denn? Er guckt mich an. Er verfolgt mich. Kann ich dieses Messer einfach nur haben? Geht das? Nee, okay, ist dein Messer. Finde das Buch in dem Geheimraum mit dem. Mit dem? Mit dem Bücherregal. Boah, da ist schon wieder so eine Puppe. Und da hinten ist so ein Silent Hill-mäßiges Schloss. Da ist. Oh. Ich hasse Puppen. Warum habe ich mich dafür entschieden, dieses Spiel alleine zu spielen? Wir lassen das Licht auf jeden Fall an. Don't close the door. Oh, diese Puppen. Sie haben den Rucksack. Sie haben die Rucksack. Was? Oh, ist ganz schön windig. Ganz schön windig, Freunde. Foto? Behind this gate, evil lurks. And it's waiting for you. Achso, ich kann's auch lesen. Hinter diesem Tor lauert das Böse. Und es wartet auf dich. Hinter welcher Tür? Oh, ich habe einen Schatten. Oh no. Muss ich vielleicht das Licht ausmachen, damit ich die Tür sehe? Nee, ne? Okay. Warum haben diese Puppen in der Nähe überall. Alter, die Geräusche.
aufgehoben. Kleiner Schlüssel. Was kann ich mit diesem kleinen Schlüssel machen? Abgeschlossen. Okay. Ich mag diese Puppen. Hey, wo kommst du jetzt auf einmal her? Ich bring dich mal raus. Du gehörst hier nicht hin. Ach, das ist jetzt ein zweiter Stuhl. Diese Puppen, ey. Die Tür ist verschlossen. Okay, cool. Gehen wir weiter. Aha, freigeschaltet. Was ist das für ein Klo? Hallo? Ach ja, nee, ist klar. Hey, ho, 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 hey, 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 hey. Aufgehoben, roter, was? Roter, roter Knopf? Ach doch. Wunderschönes, entspanntes Spiel. Sehr entspannt. Ist ja gut. Alter Falter. Die Tür ist verschlossen. Ich muss den Schlüssel finden. Door is locked. Okay. Wir suchen... Gab's hier noch einen Schlüssel? Zufällig? Nee, ne? Nee. Oh! Da sitzt jemand auf dem Klo. Da sitzt immer noch jemand auf dem Klo. Ist ja gar nicht so toll. Gar nicht so toll. Sitzt immer noch jemand auf dem Klo? Ja, okay. Oh. Alter. Wie, jetzt kann ich die entfernen? Womit denn? Ich hab doch gar nichts gefunden. So, wir suchen das Bücherregal und diese Puppen, ey, ich... Wirklich. Warte mal, was ist das denn? Achso, ist das die Reflexion oder was? Okay, I don't know. Kombiniere den Kelch mit dem Knopf. Ja, dann nimm ihn doch. Gegenstand auswählen, ziehen und ablegen. Was? Nimm ihn! Nimm doch den roten Knopf! Was für ein Kelch? Ich habe keinen Kelch gefunden. Ey, ist da hinten ein Kelch, ey. Schon wieder so ein Stuhl hier, ey. Was ist das? Aufgehoben, kleiner Schlüssel. Okay. Was ist das für ein kleiner Schlüssel? Warte mal. Ah! Was zum Teufel? Ja, okay. Wir gucken mal ganz kurz hier rein. Kann ich den nicht dafür verwenden? Was ist das? Schlüssel fürs Badezimmer. Hä, das Badezimmer haben wir doch schon aufgemacht. Nee, warte mal. Das war die Toilette, ne? Ist das hier das Badezimmer? Ey, hör auf so zu atmen. Ja, wir nehmen den Kelch. Wir nehmen auch die Axt. Okay, ich habe eine rostige... What the fuck? Okay, ich kann damit mich auch verteidigen, okay?
Hey. Okay, kann ich nicht aufschließen. Der Spiegel ist auch weg. Was ist? Warum stehst du einfach hier so? Geh weg! Sag, geh weg! Die Puppen sind weg! Die Puppen sind weg! Sind die jetzt überall weg? Oh fuck! Oh fuck! Okay, ey, wir haben den Kelch gefunden. Achso, ich muss zuerst die beiden Sachen miteinander kombinieren. Gegenstand auswählen. Kombinieren. Okay. Haben wir? Was jetzt? Es hat so ein bisschen Resident Evil Sachen mit sich drehen. Muss ich den Knopf drücken? Da den Red Button? Ich muss den Red Button drücken. Okay. Okay, da sind die Puppen. Ich treffe dich nicht, oder was? Aber erstmal zu. Den Stuhl packen wir erstmal hier hin. Oder suchen. Lesen? Ich kann ihn lesen. Oh Gott! Das Tagebuch von Professor Gabriel Blackwood. Tag 1. Wohnung 1406. Begann mit dem Exorzismus des Dämons Demexus in Apartment 1406. Die Bewohner kämpften an unserer Seite und halfen uns, den Dämon zu fangen, den wir mit Ketten banden. Emma. Meine begabte Tochter mit paranormalen Fähigkeiten erwies sich in unserem Kampf gegen das Böse als unschätzbar wertvoll. Der Dämon ist nach wie vor furchterregend. Vielleicht sollte ich Ethan bitten, mit das okkulte Manuskript 2 zur Verfügung zu stellen. Tag 2 minus 4. Was? Achso, 2 bis 4. In diesen Tagen lieferten wir uns einen erbittlichen Kampf mit dem Dämon. Demexus versuchte sich zu befreien und schlug zurück. Die Bewohner blieben standhaft und glaubten fest daran, dass wir ihn besiegen könnten. Emma, die ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten einsetzte, war unser wertvollste Verbündete. Tag 5. Unglücklicherweise brach unerwartet ein Feuer aus. Na klar, das sich schnell auf das gesamte Gebäude ausbreitete. Wir versuchten eilig zu fliehen, aber keiner der Bewohner konnte gerettet werden. Ist ja wundervoll. Nur ich überlebte und mein Herz zerbrach, als mir klar wurde, dass Emma es wahrscheinlich nicht geschafft hatte. Nach geraumer Zeit kehrte ich in das Gebäude zurück. Auf den ersten Blick sieht es normal aus, aber ich spüre den Verfall im Inneren. Einen anhaltenden Geruch nach Verkohlung. Etwas Fremdes und Mächtiges muss es besitzen. Aber es ist nicht Demox. Emma? Ich muss einen Weg finden, die Wahrheit herauszufinden. Ethan? Okay. Okay. Weglegen. Aufgehoben. Gazi? Was ist das? Eine Kiste. Mit einem Code. Oh no, no, no. Warte mal, ist der Code 666? Es war geraten. Okkultes Manuskript 4. Ich brauche doch das... Verlasse das Apartment. What the f... Ist ja mal gar nicht so klein gewesen, diese Puppe.
Wir gehen in den Schleichmodus. Ich gehe wieder zurück. I don't know. What is... Ich will es ausschalten. Ich kann es nicht ausschalten. Diese Scheißpuppe, ey. So, wir sollen das Apartment verlassen. Let's do it. Wir können das Apartment nicht mehr verlassen. Hör doch auf, dich zu bewegen, ey, Fräulein. Was ist das? Ein Schlüssel. Aufgehoben, rostiger Schlüssel. Fängt nicht gut an und wird auch nicht gut aufhören. Lass mich raten, dieser Schlüssel ist für diese Schlösser da hinten. Okay. Okay. Gar kein Problem. Yep. 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 Okay. Die Tür ist verschlossen, ich muss den Schlüssel finden. Ja. Was ist das hier? Es sind aber auch komische Fotos. Ist das von meiner Freundin oder was ist das? Ich werde kommen, unweigerlich. Du kannst nicht entkommen. Ja. Dieser Stuhl, der geht mir jetzt schon auf den Senkel. Wir werfen ihn mal nach da hinten. Ist hier. Ein Schlüssel. Aufgehoben. Langer Türschlüssel. Don't move. So, dankeschön. Ich weiß nicht, ob ich da rein will. Okay. Wie holen Sie das Buch zurück und gehen Sie wieder... Er ist in... Okay, cool. Aufgehoben, Hydromorphon-Tabletten an... Warum? Kriegen wir einfach Schaden? Können wir dabei sterben? Ich meine, wir haben eine Lebensanzeige. Okay, jetzt können wir wieder lauter machen. Das war gerade ganz schön laut. Aufgehoben, langer Tür. Schlüssel. Okay. Dieser Stuhl geht mir so auf den Sack hier. Okay, da müssen wir wahrscheinlich hin. Wir gucken mal ganz kurz trotzdem. Okay, wir müssen doch nicht dahin. Wir müssen hier hin. I don't know. Was ist denn das? Ein dünner, durchsichtiger Stoff mit einer lockeren, offenen Bindung, der Blutung stoppen und 15 HP heilen kann. Na, zum Glück haben wir ja noch ein paar HPs. Hydrophobie, die zur Linderung von mäßigen bis starken Schmerzen eingesetzt wird. 21 HP. Und wir haben auf 1 die rostige Axt, mit der man sich verteidigen kann, wenn einem die Munition ausgeht. Was denn für eine Munition? Ich habe gar nichts gefunden bis jetzt zum Munition machen. Und ich kann nur die Sachen denn da drinnen ablegen? Na, das wird ja ein Spaß.
Die Tür ist verschlossen, ich muss den Schlüssel... Ich dachte, ich hätte den Schlüssel gefunden. Achso, ich habe den schon verwendet, wa? Was sind die anderen Schlüssel? Hallo? Warte. Ich kann die Schubladen öffnen, deswegen. Oh, da ist eine Waffe. Gibt's auch Munition? Hier ist der Schlüssel. Wie viel Munition habe ich? 7 von 10. Ja, ist ja... Hallo? Okay. Okay. Wir gehen in den Sneak-Modus. Okay, wir gehen... Oh. Ich muss ja jetzt erstmal das Buch wieder... Oh, okay. Das war gar nicht so gut. Warte doch nach. Aufgehoben, was habe ich denn aufgehoben? Erste Hilfe habe ich aufgehoben. Ich dachte, ich habe Munition aufgehoben. Gib mir das. Ich habe Tabletten aufgehoben. Okay. Hier kann kein... Ach du Scheiße, da hängt einer. Da auch. Ich brauche bald Munition. Ich habe noch 2 Schuss. Okay, was ist hier hinten? Hier liegt irgendwas. Was bist du? Aufgehoben. Was denn? Was habe ich denn aufgehoben? Dietrich? Was bist du? Ein rostiger Dietrich, wirklich. Ich glaub's ja. Munition. Erstmal nachladen. Hey, du machst jetzt hier gar nichts. Du bleibst mal schön da, wo du... Wechsel mal ganz kurz auf die hier. Weil ich habe ein bisschen Angst, dass jetzt gleich die Puppen wiederkommen. Die guten kleinen Freunde. Können wir... Ach, scheiße. Kann ich nicht. Habe ich nicht schon... Nein, habe ich nicht. Ich würde sagen, habe ich nicht schon das... jetzt kommt doch die. Nachladen. Okay, die Puppen kommen gar nicht. Ich dachte, die Puppen kommen jetzt auch noch. Aber die kommen schon gleich. Oh. Okay. Wir jetzt hier raus? Ja. Nachladen? Aber ist ja nie, ne? Take it. Die Tür ist verschlossen, ich muss den Schlüssel finden. Ich habe mich gerade ein bisschen erschrocken. Kein Platz im Inventar. Ja, denn drink die Energy Drink. Welchen trinken? Verwenden.
Ey, sag mir nicht, ich muss hier was ablegen. Ich will das nicht ablegen. Okay, was lege ich ab? Ich lege den Wundverband in die Tasche. Kann ich hier nicht ablegen? Nein! Ach, nicht so. Oh, nein, so meine ich das nicht. Kann ich das nicht einfach hier rüberziehen? Speicher? Ah! Okay. Okay, okay. So, jetzt gehen wir wieder nach da vorne. Also ich gehe mal von aus, dass hier vorne der Schlüssel ist, ne? Aufgehoben, Kraut. Okay, jetzt kommt wirklich Resident Evil hier durch. Also, was mache ich denn jetzt mit dem Kraut? Eine Pflanze, die Phytochemikalien enthält, die bei der Heilung kleine Wunden helfen. Sie heilt 15 HP, aber man kann eine Kräutermedizin herstellen, indem man sie mit Öl kombiniert. Was? Mit Öl? Wo habe ich denn Öl? Aufgehoben. Rostiger Schlüssel. Nice. Was habe ich denn jetzt verwendet? Achso, den Dietrich. Hund? Bist du? Water? I need water, water, water is what I need. Okay. Aber was ist denn jetzt unserem? Holen Sie das Buch zurück und gehen Sie die Treppe hinunter. Wo ist denn jetzt das Buch? Und ich habe so ein bisschen Angst vor diesem Hund da, der da steht. Können wir einfach hier das Licht wieder anmachen, geht das? Nein. Kann ich anscheinend nicht. Okay. Du Scheiße. Auf ein langer Türschlüssel und ich komme hier nicht mehr raus. Das ist gar nicht gut. Ich wurde eingefercht. Lesen! In dieser verfluchten Dimension, in der eine verrostete Landschaft vorherrscht, ertrinken die Seelen in Verzweiflung. Dolorov Vex quält mit seinem dämonischen Hund gnadenlos diejenigen, die verschiedene Dinge auf dem Gewissen haben. Alle böswilligen, neidischen und bösen Bewohner, die bei lebendigem Leib verbrannt wurden, erleiden nun schreckliche Qualen. Der Geruch vom verbrannten Fleisch erfüllt die Luft und erinnert uns irgendwie ständig an unsere Sünden. Jetzt bin ich in einer ganz anderen Welt. Na toll. Ich freue mich. So gar nicht. War ein Schuss. Zu viel. Aber gut. Erste Hilfe-Pack. Ich würde Munition gerne nehmen. Nee. Keine Munition? Wirklich gar nichts? Gar nichts. Nee, Kraut will ich auch nicht. Ich will Munition. Oh no, der Hund ist raus. Oh, no, 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 no.
No, 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 no. Ich weiß nicht, wie viel Schuss ich für den Hund brauche. Und ich muss jetzt durch jedes Apartment einmal rüber, drunter, hin und her? Fuck. Geh zur Hölle, du und Gabriel! Doch Munition fallen, ich habe nur noch 4 Schuss. Oh. Das sieht aber nicht gut aus hier. Wow, wow. Also ich weiß ja nicht. Das ist Munition? Nein. Eine Schrotflinte, auf jeden Fall. Meine. This is nice. Nimm doch. Mein Vater, Gabriel Blackwood, nutzte meine außergewöhnlichen Fähigkeiten beim Exorzismus aus. Manchmal fühlte ich mich für ihn wie ein bloßes Werkzeug im Kampf gegen Dämonen. Sein Ziel war es, das Böse zu vertreiben. Nun, da ich Zeuge des Leids der Bewohner hier geworden bin, will ich mich rächen. Soll ich Ediamuxus benutzen, um meinen Vater für das zu bestrafen, was er mir angetan hat? Der Hass und die Wut, die ich empfinde, sind überwältigend. Er sucht nicht einmal nach einem Weg, mich zurückzuholen. Eigentlich schon, er hat mich ja beauftragt. Kein Platz im Inventar. Kann ich hier so Kraut nehmen? Geht das? Verwenden? Nein. Dann ablegen. Schrotflinte, da sehe ich mich. Also, bei Schrot, da... Schrot finde ich gut. Wo bist du? Ölflasche. Nee. Wie komme ich denn jetzt hier weiter? Ich habe jetzt einen Schlüssel, aber... Das ist eine Tür? Das war nice. Das war nicht so nice. Ich brauche ein bisschen Munition, das wäre awesome. Da würde ich mich freuen. Ich habe Tabletten gefunden, das ist nicht so awesome. Aufgehoben. Okay, Pistolenmunition. Okay. Dann nehmen wir erstmal die. Wir laden kurz nach. Obwohl ich die Schrotflinte viel geiler finde. Muss ich ganz ehrlich stehen. Was ist das? Wieder so Tabletten, Hydro-Tabletten. Also Heilung kriegen wir auf jeden Fall eine Menge. Munition für die Pistole. Ich komme aus, dass da hinten kommt gleich einer um die Ecke. Ach so, ich bin jetzt im Kreis gelaufen. Ja.
Der hat mich erwischt. Okay. Hier ist ein Safe Point. LOL. An diesem Ort fühle ich Angst und Einsamkeit wie nie zuvor. Ich weiß nicht, wie lange ich diese eingesperrte Realität noch ertragen muss. Gibt es eine Chance, von hier zu entkommen? Bin ich zu ewigem Leid verdammt? Mein Herz ist mit Schmerz und Kummer belastet. Ich habe niemanden außer mir und meinen Gedanken. Ich muss die Kraft finden, mich diesen Widrigkeiten zu stellen. Schließlich habe ich nichts falsch gemacht. Ja, weiß ich nicht, Großer, weiß ich nicht. So, wir legen das mal kurz weg. Weil, Speicher. Weil ich hoffe wirklich, dass wir noch, warte mal, wir können uns ja heilen. Bringt doch nichts, weil, ja, wir haben zu viel. Wobei, wenn wir zu viel haben, dann können wir uns ja heilen. Verwenden. So. Weil dafür hätten wir jetzt auch einen Verband nehmen können, ne? Egal. Du hattest mich nach dem Hallo. Was ist das? Öl. Scheiß auf Öl. Lololololololol. Wo kommst du denn her? Ist ja ein kleiner Shoot, also ist wirklich Resident Evil-like. Ein bisschen. Und ich schieße immer einmal zu viel. Ich brauche eigentlich nur zwei Schuss. Normalerweise. Aber ich würde gerne ein bisschen mehr von der Schrotflinte haben wollen. Wäre schon nice. Schon wieder dreimal raufgedrückt. Während ich durch dieses verfluchte Division reise, erfahre ich mehr über das Geheimnis, das der Mexus umgibt. Meine Fähigkeiten erlauben es mir zu spüren, dass seine Gefangenschaft kein Zufall ist. Wurde er absichtlich hergebracht? Und wenn ja, warum? Ist er Teil eines größeren Plans, den ich nicht verstehe? Durch all das fühle ich mich noch verlorener in dieser dunklen Welt. Ja, kann ich irgendwie nachvollziehen. Hey, hey, hey. Warum? Warum gehe ich jetzt hier rein? Also muss ich hier rein? Oh, no, what? Ich werde... Was? Keine Träume... Ich kann das nicht lesen, es ist aber alles auf dem Kopf. Ich habe ein Problem. Ich habe, glaube ich, jetzt ein Problem. Ich habe ein großes Problem. Okay, wir versuchen da durchzurennen, um ihn zu umrunden. Don't touch it. Nein. Leg dich doch nicht hin. Nachladen. Aua! Ich nehme mal kurz ein Medikament. Was da? Verwenden.
Nimm die Munition. Nimm die Munition. Aufgehoben, rostiger Schlüsselschaft. Okay, nachladen kann ich nicht. Ich würde, wie gesagt, lieben gerne noch Schrotflintmunition finden. Achso, da liegt noch das Öl. Hä? Hab ich? Rostiger Schlüssel. Kann mit dem Schlüsselbart kombiniert. Wo ist denn jetzt der Schlüsselbart? Hast du noch was fallen lassen? Ich würde gern dein was auch immer das hier ist, nehmen. Okay, wir müssen den Schlüsselbart finden. Wo auch immer dieser Schlüsselbart ist. Okay, warte mal, hier gibt es auch bestimmt wieder Munition, ne? Ah. Muss überall nachgucken. Was ist das? Aufgehoben rostige Schlüsselspitze. Okay, und du bist? Kein Platz im Inventar. Na, da ist doch... Warte mal, kann ich dich kombinieren mit dem da? Ja. Rostiger Schlüssel. Kannst du mal öffnen von... Ah. Ist zwar jetzt noch kein Schlüsselbart gewesen, aber gut. Und nochmal... Shotgun. Wo kommst du denn her? Du hast mich gerade erschrocken, ey. Jetzt kommt dieser miese Hund, oder was? Wo bist du? Ich bin auf der falschen Seite rausgegangen. Nee, doch, auf der richtigen. Wo ist denn jetzt der Köter? Du kommst jetzt nicht hier hoch, oder? Don't. Warte mal kurz, ich muss mir mal ganz kurz, ich geh mal ganz kurz nochmal, ich hab 83, ich hau mir mal noch ein paar Pillen rein. Verwenden. Irgendwo ist dieser Hund. Apfel. Nee, okay. Okay. Irgendwo ist dieser Hund. I don't know where he is. Der Maxus, ein mächtiger Dämon, steckt aufgrund von Gabriel Blackbooks Exorzismus zwischen den Welten fest. Seine Macht ist immens, aber auch verflucht. Er ist in dieser düsteren Dimension gefangen und sein Durst nach Blut und Rache wächst. Ich spüre seine Anwesenheit und weiß, dass ich vorsichtig sein muss, da er entkommen könnte. Allerdings könnte er sehr nützlich sein. Es ist an der Zeit, die Dinge in dieser Welt in Ordnung zu bringen und alle Schuldigen zu bestrafen. Okay. Okay, wir haben Schlüssel aufgenommen. Ich
Shotgun Shells. Yes. Okay, okay. Also, wir haben gut Munition für Shotgun und für Pistole. Pistole laden wir vielleicht auch nochmal kurz nach. Ist nachgeladen, 36 Schuss. I love it. Es wartet auf dich. Das ist aber lieb von dir, dass du mich darauf vorbereitest. Hey, oh hey. Da ist der Hund. Was zum... Ach so, da ist unser Buch, was wir finden sollten und jetzt dann uns Das Buch ist verschwunden. Ist hier jemand? Oh, ich weiß nicht. Nachladen. Okay, vielleicht hätte ich wechseln sollen? Also, okay, wait. Ich glaube, wir wechseln dann einfach. Oh nein. Ja, oh nein. Da war nämlich jemand. Kleiner, fieser Wicht! Was? Das hat ausgereicht? Auf einmal? Okay. Aber wo ist jetzt das Buch? Ah, da ist es. Ach, jetzt bin ich wieder im... Jetzt bin ich in der richtigen Welt. Du Scheiße. Hello? Ich renn weg. Shit, ist sie da im Markt? Ich bin jetzt sowas von weg. Ist mir völlig egal. I'm running. Run, boy, run. Ich wette mit dir, ich kann nicht einfach so rausrennen. Also ich gehe von aus, jetzt kommt gleich noch der Endboss-Fight. Ich bin weg. Ist mir egal. Ich bin nicht weg. Oh. Ethan. Ich bin in der Nähe von Apartment 1406. Ich werde bald da sein. Aber Ethan ist nicht mehr da. Was machst du nun? Das Ende. Ja, nice. Ist nahe. Ach du Scheiße. Das war das Game Apartment 1406. Wenn euch das Spiel gefallen hat, lasst es uns gerne wissen in den Kommentaren. Und wir sehen uns einfach beim nächsten. Wir sehen uns beim nächsten Game. Mit weniger Exorzismus. Ich sag bis dahin erstmal.